Nach der letzten Saison spielten der VfL Wolfsburg und Eintracht Braunschweig die Relegation. Was hat sich seitdem getan? Gut, beim VfL Wolfsburg könnte man sagen, es ist alles beim Alten geblieben, aber bei Eintracht Braunschweig, da ging es steil bergab bis auf Platz 16, also den Relegationsplatz an diesem Wochenende. Am Sonntag steht das Endspiel gegen Holstein Kiel an. Und das hat sich nicht unbedingt angedeutet, wenn man mal die letzten Spielzeiten und die dazugehörigen Platzierungen betrachtet. Denn seit dem Bundesliga-Abstieg war man eigentlich im gesicherten Mittelfeld unterwegs. Mal auf Platz 6, dann auf Platz 8 und dann eben nochmal die Relegation. Bloß diese Saison ist alles anders. Und das waren sehr emotionale Szenen nach dem Spiel gegen Ingolstadt. Das hat man ja mit 0:2 verloren. Unter anderem der Torhüter Fejsic war am Boden zerstört, denn er hatte einen Fehler gemacht vor dem 0:1. Und dann war es ausgerechnet der Tag des 10-jährigen Jubiläums von Trainer Thorsten Lieberknecht. Der hatte nach dem Spiel auch Tränen in den Augen und die Fans mussten ihn trösten. Insgesamt stand er 369 Mal bei den Löwen an der Seitenlinie und hat einen Punkteschnitt von 1,5, trainierte ja zuvor die U19 und hat auch seine aktive Karriere bei diesem Verein beendet. Also ist wirklich tief verwurzelt dort. Und die Fans, klar, die waren natürlich sehr emotional und haben Tobias Bosse für sein Videoformat Der zwölfte Mann mal ihre Gefühlslage zum Ausdruck gebracht nach dem Spiel gegen Ingolstadt. Da hören wir mal rein. Enttäuschung, Enttäuschung, Enttäuschung. Letztes Spiel, es ging um alles. Es ging um alles. Wattenscheid erinnert mich daran, dann da ein Spiel, wo es wirklich um alles geht. Und man sieht bei keinem einzigen Spieler, der einen Arsch in der Hose hat, mal nach vorne was zu kreieren. Und das kotzt mich an. Ich glaube, das Umfeld ist da, aber die Mannschaft hat es einfach nicht rübergebracht. Ganz schlecht. Und ich glaube, dass wir sogar noch direkt absteigen, weil wir in Kiel nicht gewinnen. Lieblos, kein Kampf. Der Arsch hoch passt nur bei den Fans, ne? Ich bin seit 43 Jahren Eintracht-Fan, aber so enttäuscht, wie ich heute bin, da war keine Leidenschaft, da war kein Kampf, da war gar nichts. Wir sind alles Braunschweiger, du vielleicht auch, er, aber von der Mannschaft sind es ganz wenige. Oder die wissen immer noch nicht, worum es hier geht. Da kannst du keine Worte mehr haben. Mehr, der einzige Mensch, der einem leid tut, ist Fejsic. Alle anderen können das Trikot ausziehen. Und den kompletten Vorstand könnt ihr entsorgen. Mehr kann man dazu nicht sagen. Wo wollen sie denn noch gewinnen? In Kiel? Da gewinnt keiner. Und somit hat Herr Lieberknecht es ja geschafft. Wir sind weg. Herr Arnold hat den kompletten Verein, selbst die U-Mannschaften, kaputt gespart. Respekt. Weiter so. Aber mir hat bei der Mannschaft dann wirklich dann nach dem Gegentor der Biss gefehlt. Wie Oliver Kahn sagen würde, wir brauchen Eier. Und hat man das Gefühl, da war nicht viel auf dem Platz. Ich hoffe für uns direkt einen Abstieg. Da müssen wir nicht das Traurige mitmachen über die Relegation, wo wir gegen den Dritten der dritten Liga, die wesentlich stärker sind als wir, da nochmal drüber weggehen müssen. Wir werden es irgendwie schaffen, weil wir Braunschweiger sind. Aber anders, nur das ist wirklich noch die Hoffnung. Soweit also die Fans in der Löwenrunde. Den hat so einiges auf den Magen geschlagen. Haben Sie denn recht, wenn Sie sagen, dass der Verein sich zur Erfolgslosigkeit gespart hat? Lassen wir doch mal die Zahlen sprechen. In den vergangenen 4 Jahren hat der Club 11,3 Millionen Euro durch Transfers eingenommen, allerdings nur 5,3 ausgegeben. Das heißt, 6 Millionen Euro liegen unangetastet auf dem Festgeldkonto. Und in dieser Saison der teuerste Einkauf, das war Uno Bulut. Er kam vom SC Freiburg für 900.000 Euro Ablöse. Er kam nur zu 8 Einsätzen, dreimal nur über 90 Minuten und die letzten 5 Spiele war er gar nicht im Einsatz. Das nennt man dann wohl eine Fehlinvestition. Was denkt ihr, ist die Einkaufspolitik der Hauptgrund für das sportliche Abschmieren von Eintracht Braunschweig? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare oder ins Forum.